Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Heute sind wir mit dem ZT-Talk nicht im Studio, wir sind auch nicht in Zofingen, wir sind nicht einmal in der Deutschschweiz. Der heutige ZT-Talk, der kommt aus dem Tessin. Herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast bei einer sehr prominenten Figur aus der Region. Er war Transportunternehmer und SVP-Nationalrat. Er hat immer geradeaus gesagt, was er gedacht hat. Er war wegen dem sehr beliebt und er ist heute noch beliebt. Heute sind wir zu Gast bei ihm hier in Vira im Tessin. Herzlich willkommen, Uli Gietzendanner. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr hier ins schöne Tessin gekommen seid. Danke, dass du uns einmal eingeladen hast in dein wunderschönes Haus hier in Vira. Erzähl doch mal, wie bist du an das hergekommen? Ja, 1984 bin ich das erste Mal ins Tessin in die Ferien, weil meine Schwester hier in diesem Dorf ist. Ich war hier im Motel unten und dann dachte ich, da muss ich ein Haus haben. Und dann konnte ich ein Haus kaufen aus einem Konkurs. Dann. Und das habe ich vor gut 12 Jahren verkauft und habe hier von einem Kollegen ein Haus übernommen und habe das umgebaut. Da hast du ja ziemlich viel gemacht. Du hast einen Pool hinter einem gebaut. Wir reden nachher. Da gehst du nämlich täglich, glaube ich, rein. Wirklich wunderschöne Sache. Wann hast du denn entschieden, dass du ganz ins Tessin willst? Ja, ich bin nicht ganz im Tessin. Die Schriften habe ich natürlich zu Rotrisch. Rotrisch hat immer geschaut zu mir und ich zahle meine Steuern zu Rotrisch. Die Holländer zahle ich auch, das ist klar. Aber ich bin so 3-4 Monate, bin ich also im Sommer vor allem da mit der Frau viel am Wochenende. Sie arbeitet, ist berufstätig, kommt am Freitagabend und bis am Sonntag, dann gehen wir viel Velo fahren. Wir sind auch im Winter sehr viel da und da ist es so. Aber fest gehöre ich zu Rotrisch und gehe dort auch nicht weg. Was gefällt dir am besten da unten, am Leben da unten? Ja, als erstes ist natürlich das Klima, das Wetter, das ist ganz klar. Und wenn man die Region anschaut, Menschen, das muss man schon sagen, die sind schwieriger als Deutschschweizer. Also Tessiner sind schwieriger, die schauen uns als Testoni an. Ich habe es aber sehr gut, vor allem in der Region, im Dörfli. Darum habe ich auch eine Steuerausscheidung gemacht. Aber sonst die Landschaft und die Vielfalt, die man da hat, das ist unglaublich. Zum Velofahren etwas vom Besten ausgeht. Kannst du eigentlich gut Italienisch? Ja, meine Frau ist mit so Cinkeli, oder? Damit von ihr her kann ich relativ gut Italienisch, aber Schrift also nicht so. Aber ich habe mal im KV Italienisch gehabt und das habe ich immer gebraucht. Also ich kann mich gut unterhalten mit den Leuten, ja. Du sagst, eben, du wohnst jetzt hast du noch in Rotrisch und ich nehme an, du gehst schon jetzt ab und zu dann noch mehr zurück. Deine Frau, Roberta, hat jetzt auch noch einen neuen Job als Bezirksrichter in den Anfang Januar. Ja, wegen dem gehe ich nicht mehr zurück. Also ich habe da runtergekommen, hier unten ist für mich schöner. Aber nein, ich bin schön, normalerweise bin ich ja immer im Monat 1-2 Wochen daheim. Rotrisch gefällt mir auch und dort gehöre ich, das ist meine Heimat. Hier unten genieße ich es einfach und ich habe noch ein paar gute Freunde, auch, die pensioniert sind. Da gehen wir zusammen Velo fahren. Zum Beispiel der ehemalige Steuerverwalter von Rotrisch, Peter Bären, die wir sind viel auf dem Velo miteinander. Er ist aber schneller, man merkt, dass der mehr können trainieren das ganze Leben lang, dass der mehr Zeit gehabt hat. Oder? Also das macht dem eben schon auch an, die Freundschaft, die man da unten hat und Zeit. Aber du hast schon eine Art kleinen Schnitt gemacht mit dem. Also, ich habe massiven Schnitt gemacht, Das können nicht alle, oder? Nein, ich weiss, das komme ich auch immer viele Komplimente über, weil ich das gemacht habe, auch im Geschäft. Ich habe das Glück, dass ich mit dem Stefan und Benjamin 2 Söhne habe, die ihren Job sehr gut machen, habe ich das Gefühl. Sei das in der Politik, sei das im Geschäft oder auch im zivilen Leben sonst. Dort muss ich gar nicht dort sein, aber ich bin auch in der Verwaltungsrat von der Gietzendanner-Gruppe und sonst noch jemand in einem Verwaltungsrat. Aber sonst habe ich es nicht gemacht, ich rede nie rein. Ich gehe in der Woche, wenn ich daheim bin, vielleicht 2 Mal ins Büro, dann schaue ich ein bisschen um und mache mir ein Zettel und gebe das an Benjamin. Aber ihm, ich gehe nicht kritisieren. Du bist noch in dieser Krankenkasse, KPD, bist du noch Verwaltungsrat. Wie lang führst du das Mandat noch weiter? Ich bin Vizepräsident von der KPD, immer noch, bis ich 70 bin. Also ein gutes Jahr mache ich das. Das ist an und für sich ein Traumjob. Das ist so eine gute Krankenkasse und vor allem haben wir so gute Versicherte in unserer Region. Und ich freue mich, muss das einfach sagen, viele Leute mir an und sagen, ja, das und das Problem. Und denen kann ich fast immer helfen, wenn ich sie an die richtigen Leute verweise. Das ist ein ganz dankbares Mandat, das ich dort habe. Also wenn die Leute irgendwie die Schwierigkeiten mit ihrer Krankenkasse, Leute sind recht im Uli Gietzendanner an.
Ja, viele wissen natürlich, dass ich Vizepräsident bin und rein Gesundheitssachen intern kann ich ja nicht sagen, wie das läuft. Aber ich habe die richtigen Leute verweisen und sagen, schau gerade zu denen, die sind aus unserer Region. Weil die Angestellten kenne ich natürlich, wir sind etwa 600 Leute bei der KPT. Und da kann ich viel helfen und ich habe Freude, mit den Leuten so anzuhören. Aber du hast gesagt, operativ hast du dich zurückgezogen aus dem Unternehmen, schon vor 7 Jahren, bist aber noch Verwaltungsrat. Was steht denn auf diesen Zettel für Benjamin? Ulrich Gietzen, dann Verwaltungsrat, steht auf, auf der Zettel, ich meine, auf der Visitenkarte. Ja, wenn ich sehe, zum Beispiel, dass ein Lastwagen nicht sauber ist, am Sonntag, wenn die Reihe nicht sauber dort ist, dann gehe ich schon, schreibe mir das auf, oder ich gehe ins Lager rein und sehe, dass Palettwagen nicht dort stehen oder alte Palette nicht sauber aufgestellt sind, dann schreibe ich mir das auf und bringe ihm das. Okay, also. Okay. Wie gefordert ist eigentlich der Grossvater Uli Gietzendanner? Der ist sehr gefordert. Und glücklich gefordert. Ich habe 5 Enkelinnen, 5 Mädchen, die ich einfach über alles liebe. Die kommen auch zu mir da ins Tessin. Ich gehe mit denen auch mal einen Ausflug machen. Ich gehe das Bundeshaus anschauen. Die anderen kommen jetzt am Donnerstag. Da abends sind 2 Wochen bei uns, die älteren 2. Also da darf man einfach nur tief dankbar sein, wenn man so gesunde Kinder und als Enkelin hat. Und ich nehme an, die freuen sich auch, dass sie zum Grossvater in Tessin können, wo sie im Pool noch ein bisschen planschen. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Pool. Da ist mal ins Bad reingehauen. Da muss man sehr, sehr schauen. Die Größere ist kein Problem. Die können schwimmen, aber die Kleinen nicht, die kleinsten 2, da muss man schon sehr lernen. Die kommen gerne zum Grossvater. Noch lieber kommen sie natürlich zu meiner Frau Roberta. Sie ist für alle, ist sie einfach eine Nonna, die sie überall gerne haben. Da bin ich nicht mehr viel wert. Hat er mal mehr Stimmung gegeben? Der Benjamin Gietzendanner ist nicht im Rotary Zofingen aufgenommen worden, wo du auch Mitglied bist. Bist du austreten? Ist doch dort nicht so? Nein, ich bin nicht austreten. Ich dachte, ich muss über dieser Sache stehen. Und das war ja Neider und Missgunst, die ihn verhindert haben. Und dann dachte ich, auf diesem Niveau aber lasse ich mich nicht. Ich bleibe dabei. Du hast es selber schon 2-3 Mal erwähnt, Velofahren, Sport. So, kommen wir jetzt über den Sport. Du hast das Velofahren unter anderem entdeckt, gell? Ich sehe schon, du strahlst. Ja, Freude, ja. Also wie bist du auf den Geschmack gekommen? Ja, wir haben Söhne. Als ich zum Geschäft aus bin, haben die mir ein Elektro-Velo geschenkt. Dann habe ich gesagt, so eine verdammte Sache, ich fahre sicher nicht Elektro-Velo. Und dann ist das etwa 3-4 Jahre im Zeughaus gestanden bei mir, zu Rotrist. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt könnte ich ja gleich mal mit dem Velo gehen und das Velo probiert. Und dann habe ich gedacht, das ist ja sensationell. Bewegung hast genau gleich viel, oder? Aber es geht ein bisschen länger Tage auf zu mir ins Zeughaus. Und dann habe ich mit dem Mann von Velo fahren. Und habe gemerkt, da nehme ich ja noch etwas ab dazu. Und dann bin ich so etwa 3000 Kilometer gefahren. Und dann habe ich mich auch um das befassen. Technisch bin ich natürlich nach wie vor ein Freak. Oder? Ich will alles wissen über Motoren. Also ich weiss jeden Newtonmeter, alles, welche Velo ansehen. Und dann habe ich mir noch eine Frau auch angefangen. Und dann haben wir dann 2 bessere gekauft. Also bessere, stärkere, so. Und seitdem fahre ich Velo. Jetzt habe ich 2 daheim. Und eins habe ich sie für auf Reisen gegeben. Das haben sie mir jetzt eben gerade gestohlen, oder? Oh. Auf der letzten Reise hier in Skandinavien. Oder nein, nein, nein. Okay. Ich bin auf meinem Land Rover, ich 2 Velo, wenn ich mit einem Kollegen oder meins. Ich gehe aber auch ganz allein auf Spanien, überall. Mhm. Wenn die Frau arbeitet, gehe ich Velotouren machen. Auf der ganzen Welt praktisch. Du machst 10'000 Kilometer, habe ich gelesen, im Jahr. Dieses Jahr gibt es etwa 14'000. Wow. Also jetzt habe ich 7'000 besiegt. Ich war natürlich jetzt eben auch in Skandinavien gewesen, und das hat allein 1700 gegeben dort. Ja, ich fahre aber eben ein Elektro-Velo. Du hast gesehen, vorhin in der Garage auch noch 2 normale. Aber der Hocker auf, der ist mühsam. Also da merke ich, dass ich schon 69 bin. Und du gehst am Morgen schwimmen? Um 4:30? Ja, nein, 5:30. So, 4:30, 5:30 gehe ich eigentlich immer in den Pool. Dann kann die Frau ein bisschen ruhig schlafen, wenn sie da ist. Und dann schwimme ich 1,5 bis 2 Kilometer. Also das kann ich immer. Und nachher gehst du noch Velo fahren? Dann gehe ich dann nicht mehr miteinander so wie Tagblatt lesen, selbstverständlich. Oder? Und dann rege ich mich manchmal auf. Jawohl. Dann bin ich erst recht hergeladen. Und dann gehe ich nachher Velo fahren. Ja. Wir gehen viel miteinander, fast Gona über so. Und dann haben wir das Glück, dass wir hier unten noch ein Schiffli haben. Und zum Schiffli laufen wir generell nur. Okay. Verratst du uns, wie viel du abgenommen hast? Das letzte Jahr habe ich 30 Kilo abgenommen, ja, mit dem Velofahren, aber auch mit dem Essen. Und jetzt hat mich also das Essen und der Rotwein hat mich schon ein bisschen fasziniert. Aber eben mit dem Essen hast du auch etwas gemacht? Also was, aber ich habe nicht irgendwie eine Kur gemacht. Ich habe einfach zu oben angefangen, nur noch Joghurt zu essen und keine Kohlenhydrate, zu oben.
Und so ist Sport. Aber er beführt natürlich schon ein bisschen die Meinung, dass es in Bern ein bisschen viel Apero geht oder gegeben hat. Wenn man so das ist keine Meinung. Das ist Realität. Ich habe viel zu viel gegessen und viel zu viel getrunken in Bern. Der Benjamin, der muss sehr schauen jetzt auch. Aber der ist jetzt seriöser sein. Der sagt einfach so, fertig jetzt. Und dann macht er viel Sport. Ich habe nicht viel Sport gemacht. Aber das ist ja so. Es gibt doch, du hast doch jeden Tag hast doch du 5 bis 10 Einladungen. So war das früher, nehme ich an, das ist immer noch so. So, aber wenn ich schon heimkomme, meistens. Aber das hängt an, das ist ja so. Wie eng verfolgst du das Politikgeschehen noch? Das verfolge ich schon sehr, sehr eng. Also das muss ich schon sagen. Dort bin ich sehr dran. Fragen auch meine beiden Söhne über Kanton und Bern sehr viel. Bin aber seit meiner wunderschönen Verabschiedung, die ich hatte, nie mehr im Bundeshaus gewesen. Aber gibt es Tage, wo du das Handy in die Hand nimmst und deinen alten Kollegen noch anrufst und irgendetwas loswerden willst? Es gibt noch mehr Momente, wo sie mehr anrufen, vor allem von den Aktiven. Das ehrt mich natürlich sehr. Gerade letzte Woche hat mir der Bundesrat angerufen wegen einem Verkehrsproblem, das ich gerne durfte, Auskunft geben. Aber ich rufe auch an, oder ich rufe auch an von da unten und sage, du bist nie im Tessin, komm, gehen wir mal uns da, komm doch mal da runter. Mhm. Und das habe ich, wir treffen ist schon noch viel. Oder bei uns aber im Walter Glur gehe ich etwas vorbei dort. Nein, wir haben das schon, du hast einen ganz guten Kontakt. Und ich will auch das halt sagen. Ich habe auch den Kontakt gehabt zu Linken und der pflege ich auch. Also Andrea Hämmerli hat mich jetzt eingeladen bei sich ins Bündnerland. Den pflege ich, das sind für mich wunderbare Menschen gewesen und ich viel gelernt habe von ihnen. Welches Thema hat dich in den letzten Monaten besonders umtrieben? Auch das, was die allermeisten Leute umtrieben hat, der Krieg? Oder? Ja, also zuerst war es natürlich Covid. Und ich bin jetzt einer von denen, der das Gefühl hat, der Bundesrat hat es gar nicht so schlecht gemacht. Da muss man mal etwas Positives sagen. Im Kanton Aargau habe ich ein bisschen überbissen, als ich sehe, also unser ehemaliges Verwaltungsratspräsident von Gietzander AG, der Jean-Pierre Galatti, gerade alles zugetan hat. Ja, und dort am Weihnachten. Genau, dort habe ich dann das Gefühl, dass ich überbissen. Heute habe ich ehrlich das Gefühl, der Kanton Aargau hat das recht gut gemeistert und ist dann sofort grosszügiger geworden. Dort habe ich ein bisschen Kritik geübt, aber intern, nicht extern. Das muss ich ganz klar sagen, das mache ich nicht. Und jetzt ist natürlich der Krieg, der beschäftigt mich sehr, der beschäftigt uns auch geschäftlich sehr. Mhm. Vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen, eben nicht nur wegen der Preise, sondern eben auch wegen der Transportrouten. Oder was ist es, wenn du das kurz kannst also es hat sagen? Natürlich, das Hauptproblem ist das, für uns jetzt ist ganz sicher mal der Treibstoffpreis, der derart verläuft. Dann ist das Personal, das man zum Teil nicht mehr bekommt. Dann sind es Behinderungen, die man hat, zahltechnischer Natur. Es hat sehr viele Produkte, die uns jetzt aus anderen Ländern kommen, wo gar unsere Güterströme gar nicht mehr stimmen. Wir haben ja rund 70% der Güter auf der Bahn und dann stimmen die Güterströme nicht mehr. Wir haben doch bis jetzt immer alles möglichst Ruhrgebiet, Belgien, Holland gemacht und jetzt kommen die Güter nicht mehr so an. Es kommt jetzt mehr aus dem Süden. Ich habe gerade gestern fast einen ganzen Gietzendaner Eisenbahnzug gesehen und das hat es bei mir nicht gegeben. Das hat schon ganz, ganz schwerwiegende Probleme gegeben für uns. Noch eine Frage zu Covid. Ist Covid an dir vorbei oder nicht vorbei? Ja, das war lustig. Also ich habe mich gerade geimpft. Ich war kein Impfgegner. Ich konnte gar nicht mit 2 Mal geimpft, nachher ein 3. Mal. Und dieses Jahr im Januar bin ich ja eben als Pensionär bin ich 3 Wochen auf Abano Sport machen und baden, Fango und alles. Also, gibt's dann nicht, man fast nicht kennt dort unten. Und etwa am 3. Tag hatte ich Fieber und ein bisschen Halsweh. Dann dachte ich, ja, bin so wegen den anderen verpflichtet hier. Mit der Ärztin, es hat eine Hotelärztin gegangen, weil dieser Gang war noch ganz schön. Die Frau hat immer gesagt, ich sei nur wegen dem gegangen. Dann ist zu der Ärztin, die mich sofort testet, hat gesagt, ja, ich habe Covid. Ganz freundlich. Dann gesagt, ja, was das heisst, wir müssen jetzt im Zimmer bleiben. Sagt sie, nein, das nicht. Aber ich muss einfach die Maske strikt anlegen, weil ein Tisch an sie haben, weil ich bin allein war. Oder? Dann gesagt, Tisch eins. Ich gesagt, ja, das ist sowieso kein Problem. Wir können das Nachtessen beim Buffet selber die Maske anlegen. Und in 3 Tagen soll ich dann wieder kommen, hat mir da Medikamente gegeben. Gehen baden konnte ich, die Pfango-Leute haben Masken an, ich habe eigentlich gar nichts gespürt. Ich habe ein bisschen Kopfweh an ich gehabt und habe das testen und dachte, ja, also, dass ich alles einhalte, melde ich mich in der Schweiz so. Melde. Das war aber alles gut, ich musste es gar nicht müssen. Ganz ring an mir vorbei. Aber wir haben dann, schon Leute in der Familie, die noch schwer gelitten haben. Schwer getroffen haben. Ja, das muss man schon sagen. Oder in der Roberta-Verwandtschaft haben wir 2, die gestorben sind. Also ältere Leute allerdings. Aber ich habe es ernst genommen. Ist das mit der Grund, warum du im Nachhinein auch in der Aargauer und im Jean-Pierre Galatti ein bisschen weniger zürnst?
Wegen seiner Politik? Nein, ich zürne ihn überhaupt nicht. Er muss führen und das macht er. Er führt die Tunde und er muss machen, was er gut tut. Aber er ist ja der, der Kritik kommt, mag vertragen. Er hat auch jahrelang immer ausgeteilt. Dann muss er sie auch vertragen. Nein, also ich habe mit ihm sehr ein gutes Verhältnis nach wie vor. Ich wünsche ihm auch wieder, ich komme wieder mal zurück in unser Unternehmen. Der Benjamin hat mit ihm ein enges Verhältnis. Es sind immer zwei enge Freunde gewesen. Auch der Stefan, der jetzt im Grossrat ist. Nein, aber ich sage auch immer, wenn ich etwas nicht gut finde, selbstverständlich. Die Partei Kollege Christoph Blocher, der will die Neutralitätsinitiative lancieren. Die will die Neutralität strenger auslegen, soll zum Beispiel verunmöglichen, dass die Schweiz Sanktionen verhängen kann. Stehst du hinter dem Anliegen? Ich stehe hinter dem Anliegen. Ich möchte aber vorausschicken, ich bin kein Putin-Versteher. Für mich ist der Putin ein Mörder, ich sage das. Also das ist für mich völlig klar, einer, der ein anderes Land überfällt, der muss man strafen irgendwann. So schliessen wir das kann. Bei der Neutralität bin ich absolut auf Blocher-Seite. Wenn man jetzt sieht, wie da Wischiwaschi gemacht wird und wie wir leiden, wir Schweizer leiden mit, wir haben 100, 150 Jahre überstanden, weil wir neutral waren. Wir konnten die guten Dienste anbieten. Ich bin auch der Ansicht, dass wir Verletzte aufnehmen bei uns, sofern sie nicht wieder heimgehen und Militär machen. Also ich bin sehr flüchtlingsfreundlich, das sind so arme Menschen, die müssen aber wieder gehen. Aber die Neutralität, wenn wir jetzt die haben versucht zu verletzen, und leider ist der Ignacio Cassis, den ich ehrlich als Mensch sehr schätze, nicht sehr resistent. Ein Tag so, ein Tag so. Und wenn man Thierry Burkhardt anschaut, der nicht mehr weiss, wo er steht, morgen will er den Putin verurteilen, übermorgen sagt er, wir müssen für alle ein bisschen Verständnis haben und jetzt sagt er, wir sollten Neutralität auflösen und denen auch Waffen liefern, oder? Vielleicht haben wir etwas unterstellt, aber in dem Sinn, darum braucht es die Initiative dringend, dass wir wieder wissen, wo wir stehen, das ist auch zum Schutz vom Bundesrat selber. Könntest du dir vorstellen, dich auch für so eine Initiative mal zu engagieren? Also wenn ich den Blocher dir anrufe und sage, Uli... Ja, da bin ich sicher im Komitee vorne dabei. 100% bei solchen Zeug. Aber sonst möchte ich mich nicht zu fest engagieren. A, habe ich sehr schön da. B, sollte nicht alte Politiker immer reingreifen. Da tue ich auch nicht kritisieren. Aber ich kritisiere jetzt auch den Amtsvetter von dir, von der CVP, der nicht mehr weiss, wie er die Neutralität begreifen will. Ich verstehe die bürgerlich, sogenannte bürgerlichen Parteien. Parteien nicht. Also jetzt haben wir die Linke mit ihrer klaren Haltung schon viel lieber. Das muss ich schon sagen. Aber gibt es denn noch ein Anliegen, sonst, was du dir könntest vorstellen, mal für das könnte ich jetzt mir noch Zeit nehmen, zwischen zwei Velotouren? Ja, also wenn man älter wird, wird man harmonischer. Das ist eindeutig so. Und ich engagiere mich auch sozial, engagiere, ich mache auch Spenden. Machen. Und wenn man jetzt irgendjemand kommt und sagt, der Hilfstransport oder so, Lastwagen fahren kann ich immer noch, dann bin ich schon dabei. Aber sonst möchte ich in der Politik eigentlich nicht mehr vorstehen, weil ich das Gefühl, die jungen Leute sind genau gleich gut oder besser als wir waren. Nein, das möchte ich eigentlich nicht. Was ich noch möchte, ist, dass man etwas macht, dass Medienvielfalt, jetzt kommt mir ein Problem, so viel Tagblatt, dass die so bestehen bleibt. Und da bin ich auch bereit, etwas zu machen dafür. Wenn wir so weit kommen, dass wir Kultur und Medien behindern, dann ist es für eine Demokratie tödlich. Also darum wünsche ich mir, dass es so viele Tagblatt ewig gibt. Ich wünsche mir für euch natürlich eine bürgerliche Linie und kein 60er-Kommentar von dir. Okay, gut, aber ja, das gehört alles dazu. Das muss sein und darum reden wir ja auch miteinander. Aber ich wünsche mir ein starkes so viele Tagblatt. Du hast gesagt, du darfst dich sozial stärker engagieren, wirst harmonischer, wirst altersmilde. Ja, ich werde ein bisschen altersmilde. Das merke ich schon. Ich habe mit vielen Leuten mehr bedauern, als ich es früher hatte. Oder du auch manchmal ein bisschen anders entscheiden. Meine Söhne sagen zwar nicht, weil ich mich auch noch zwischen nie ab der Politik so aufrege. Aber ich werde schon ein bisschen altersmilde. Das ist auch normal, ja. Jetzt dein Sohn Benjamin, der wird ja schon als Ständeratskandidat gehandelt. Das hast du 2011 selber mal versucht. Jetzt könnte das seinen Sohn allenfalls schaffen. Das ist wahrscheinlich auch noch ein spezielles Gefühl. Oder? Das ist ein spezielles Gefühl, das ich mir vielleicht noch vorausschicke. Ich hatte den schönsten Ständeratswahlkampf, den es gegeben hat. Mit der Frau Egersieg und der Frau Bruder, das war nur von Fairness geprägt. Dann zwei, dann mache ich so manches Jahr später noch ein Kompliment. Jeden Auftritt fair. Ich hatte das Problem, dass einer von meiner eigenen Partei kandidiert hat gegen mich noch. Der Liene Flügelstahler, oder? Das war ein Problem. Der hat mir 20'000 Stimmen weggenommen. Das hat mich schon wehtun. Aber im Nachhinein, ich muss sagen, das war gar nicht so schlecht. Ja, ich aber wollen. Aber so schlecht war neben dem Geschäft und alles, was dann noch war, es braucht schon mehr Zeit. Beim Sohn Benjamin, ja,
da läuft es eigentlich nicht so schlecht. Das tut aber nur er entscheiden. Mhm. Stefan, der Brüder und ich haben gar nicht so Freude wegen dem Geschäft, weil das noch ein bisschen mehr Arbeit gibt. Oder? Genau. Das muss schon klar sein, aber irgendwie Genugtuung erfüllt einem schon. Er muss sich sicher mit der Martina Bircher absprechen. Das sind etwa die zwei Einzelnen. Wobei also Frau Bircher selber war als Regierungsrätin. Die macht einen ganz guten Job. Also die kann ich nur rühmen. Ich habe Freude an der. Und beim Benjamin, er muss sich das selber einteilen. Ich glaube, die schon eine Chance hat. Vor allem wird es aber sein, die Frage, wenn er in den zweiten Wahlgang kommt. Wenn er in den zweiten Wahlgang kommt, dann wird es auch schwierig. Oder? Dann wird es auch schwierig. Wie bei mir gewesen. Mm-hmm. Und wenn er in den zweiten Wahlgang muss gehen, was anzunehmen ist mit so vielen Kandidaten, dann wird es schwierig. Und wer bringt die CVP? Die haben mit Frau Humbel ist 65, Frau Binder ist auch 65, die noch kandidiert. Haben die irgendjemand? Tut ihm das weh? Das ist ganz spannend. Ja, aber dein Sohn hat eine ideale Voraussetzungen. Also Grossrat und Nationalrat. Ja, ich glaube schon, die Voraussetzungen hat er und in der Wirtschaft ist er verankert. Mhm. Der Präsident vom Aargauischen Gewerbeverband mhm. ist sehr verankert. Hat auch jetzt schon 2-3 Verwaltungsratsmandate größere abgelehnt, weil er sagt, jetzt mache ich erst einmal Politik. Er macht es eigentlich vernünftig mhm. so. Und wir reden auch viel miteinander. Wenn du sagst, du wirst ein bisschen altersmild, ist der Kurs von Andreas Glarner manchmal ein bisschen zu heftig. Er ist ein bisschen umstritten im Aargau. Ja, das ist keine Diskussion. Also, der Glarner hat inhaltlich fast immer recht. Muss ich einfach sagen, für mich. Für meine, das denkt nicht jeder gleich, aber inhaltlich hat er schon fast immer recht. Er sieht dann schon, tut auch Sachen aufdecken. Wenn er jetzt aber noch die Linie finden würde, dass man das vielleicht drei Zacken zurückführen würde, das Verhalten also rhetorisch. Und rhetorisch im letzten Satz nicht noch jemanden angreifen, dann wäre mir das schon sehr recht. Ich sage noch einmal inhaltlich, aber es ist ja immer versucht, mit allen den Weg zu finden. Darum habe ich auch mit den Sozialdemokraten und auch mit den Grünen habe ich immer ein gutes Verhältnis gehabt, politisch überhaupt nicht. Eine ganz andere Meinungen. Aber wir leben in einer Demokratie und da muss man andere Meinungen haben, da muss man das andere eben im Anstand sagen. Bist du eigentlich auf Social Media auch aktiv? Ich bin auf Facebook und ich bin da auf Twitter, glaube ich. Ja, ja, natürlich. Und dann tue ich zwischen nie wieder am linken Mike Müller da von Zürich. Da muss ich auch Spieler sagen, was er ist. Aber er mehr auch. Ja, also gibt sicher Betrieb nachher, wenn ihr einander ja, ausstellt. Ja, so, das ist ja so. Also, Mann, ich finde das find ich sensationell. Und ich habe viel Zeit, oder? Ich nutze das. Und ich finde das ein gutes Medium. Du hast Pläne, du willst auf eine Weltreise. Jawohl, ja. Im Januar gehen wir auf eine Weltreise. Zweimal, wir sind schon gewesen. Wir haben schon Nordamerika gemacht, Mittelamerika und Panama. Und jetzt gehen wir dann am 9. Januar fliegen wir auf Quito und gehen von dort auf Galapagos zu einer Rotrichter, zu Judith Fretz, die hat dort ein Hotel, gehen zu dieser Rotrichter, die muss ein wunderschönes Hotel haben, bleiben eine Woche dort. Nachher von dort gehen wir wieder auf Panama, dort schiffen wir ein und gehen auf Hawaii. Wow. Von Hawaii auf Bora Bora, Osterinseln, Fidschi und Sydney und Auckland mit meinem lieben Freund Hans Kuhn und seiner Frau. Wir haben die erste Reise von Rotrist, wir haben die erste Reise schon zusammen gemacht und gehen jetzt die zweite, um eine zweite Erdteil rum. Und Asien habe ich gemacht mit dem Peter Bär, eben dem Steuerbeamten von Rotrist. Der ist mir Thailand, Kambodscha und Laos und auch Vietnam zeigen dort. Ja, da habe ich auch viel gesehen. Uli, ich habe kaum einen Rentner gesehen, der sein Rentner da sind, so genießt, du strahlst. Ja, mir geht es also wirklich gut. Und ich habe mich richtig gefreut, dass ihr heute zu mir gekommen seid. Und ich wünsche euch, vor allem das Zofiger Tagblatt, wünsche ich viel, viel Erfolg für die Zukunft. Wünsche ich dir doch auch. Ganz herzlichen Dank, ja, dass danke. Du uns eingeladen hast, hier in Tessin, für das Gespräch. Danke vielmals. Das wäre es gewesen. Aus dem Tessin mit dem Uli Gietzen, dann in der nächsten Woche neue Gast, neue Talk. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Lindenhof Oftrigen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.